Wir haben nicht gleich mal drauf gewartet, dass wir die Kurve gut nicht verstehen. Genau, oder?
Hallo? Was mich sehr gestört hat, war einfach zum Teil die Undiszipliniertheit, diese zwei gelb-rote Karten, die wir bekommen haben, die beide unnötig waren und dadurch auch das Spiel so deutlich verloren haben. Gegen mit acht Spielern gegen elf Bocholder oder neun Bühleimer gegen elf Bocholder ist es natürlich sehr, sehr schwer, weil man hat es ja gesehen und deswegen kommt ihr jeden Sonntag hier hin. Bocholder, muss ich sagen, spielt natürlich eine sehr, sehr feine Kugel. Hut ab davor, was du für eine Truppe hast, da muss man sagen, ich habe mir das schon vorher alles ein bisschen auf Video angeguckt, man hat ja die Möglichkeit, aber ich muss sagen, wenn man persönlich dabei ist, das ist schon eine Augenweide und ich denke mal, da geht gar kein Weg an euch vorbei für dieses Jahr mit Aufstieg, wenn natürlich viele oder alle Spieler gesund bleiben bei euch, aber ich denke, ihr seid gut in der Breite aufgebaut und auch aufgestellt. Nichtsdestotrotz zu dem Spiel, ist alles irgendwie ein bisschen blöd gelaufen heute, weil die erste richtig gute Torchance hatten wir eigentlich. Das war für mich eine hundertprozentige mit dem Admir Degic, wie allein vor dem Torwart stand. Vorher schon mit Michael Semenenko so eine 80-prozentige. Aber nichtsdestotrotz, so ist Fußball. Wenn man sie vorne nicht macht, dann kriegt man da halt irgendwann mal eins hinten. Und zum ungünstigsten Zeitpunkt, eine Minute vor der Halbzeit. Ich denke, wenn man mit einem Unentschieden mal in die Halbzeit reingeht, dann geht man wieder anders in das Spiel hinein. Natürlich hatten wir bis dato schon eine gelb-rote Karte, auch die zweite, alles schön und gut, die erste, da rege ich mich drüber auf. Man darf nicht einfach, man kann sich vor den Ball stellen, alles schön und gut, aber nicht wegschießen, ist man selber schuld. Und dann natürlich auch beim 2-0 haben wir eigentlich schon den Ball im eigenen 16er, heißt es eigentlich nur noch weg damit, versuchen wir noch klein-klein zu spielen, kriegt man halt so ein Ding und dann ist das Spiel natürlich gelaufen. Und dann muss man immer noch sagen, Chapeau von meinem Torwart, der natürlich richtig gute Dinge rausgeholt hat. Ja, bester Mann! Aber hinzu kommt natürlich,
natürlich, wir haben es Bocholt dann auch sehr, sehr einfach gemacht. Natürlich mit zwei Mann weniger, die Kraft lässt nach, die verboten. Anstrengendes Spiel, wo man immer nur hinterher rennen muss. Trotzdem stört mich einfach diese Undiszipliniertheit. Ich weiß, dass man das mit Manuel ein bisschen auch provoziert hat. Ist so, er ist ein schwieriger Typ auf dem Fußballplatz. Aber das gehört auch zum Fußball dazu, da muss man eine gewisse Cleverness an den Tag legen. Er ist auch lang genug dabei, er hat schon hoch genug gespielt, um das abzukönnen. Der Zweite. Zwei, drei Situationen, wo der Torwart noch genial hält, wo wir hätten den Ball vielleicht erklären können, haben wir nicht. Aber das zieht sich so die ganze Saison eigentlich bei uns nach. Wir spielen nicht so schlecht, denke ich mal. Wir haben viele Spiele gut gespielt, wo wir dann einfach aber nicht erfolgreich waren. Und das fehlt im Moment. Jetzt heißt es viel bei mir in der Mannschaft Kopfsache. Was immer schwieriger wird, die Spiele werden weniger bis zur Winterpause, der Abstand wird größer. Und das ist jetzt das Schwierige. Aber es ist halt so im Fußball, wer keine Tore macht und hinten welche zulässt, Spiele. Und so ist es halt im Moment bei uns. Wir machen sie vorne nicht, wir kriegen hinten rein. Und deswegen haben wir wenig Punkte auf dem Konto. Aber wie gesagt, Glückwunsch an Bocholt. Ich denke, ihr macht es definitiv. Bin ich fest von überzeugt. Ja, ich denke, wir haben die Mannschaft darauf eingestellt, dass im Gegensatz zum Derby gegen TuS Bocholt heute wieder mehr Theater auf dem Platz ist, dass wieder eine Ruhrgebietsmannschaft kommt, die mit allem, was er hat, mit allen fairen und harten Möglichkeiten versuchen wird, uns hier irgendwo vom Sockel zu stoßen. Ich sehe es eigentlich genauso. Letzte Woche gab es nicht viele Kritikpunkte. Diese Woche sieht es schon anders aus. Wir haben dem Gegner zwei, drei Möglichkeiten gelassen, die so ein Spiel kippen lassen, will ich nicht unbedingt sagen, aber dann muss man noch mehr Aufwand betreiben, wenn man da Gegentore bekommt oder auch dann zurückliegt. Ich denke, die Mannschaft ist aber bereit dazu, Stress auszuüben über 90 Minuten, damit die Räume so sind, wie sie sind, damit der Gegner die letzten 20, 30 Minuten fast komplett im 16er stehen bleibt. Und da müssen wir weiter dran festhalten. Wir können nichts feiern. Lob des Gegners ist immer eine schöne Sache. Wir haben trotzdem hier einen Weg und eine Aufgabe bis Ende Mai und nichts anderes. Und so werden wir auch festhalten. Ich bin zufrieden damit, dass Spieler wieder zurückkommen, die wir einbauen können. Ich muss mich bedanken beim Verein, dass ich die Möglichkeiten habe, auch irgendwo Giovanni Vaccarello, der noch dazu gestoßen ist, der heute gezeigt hat, dass er auch wichtig sein kann für die Mannschaft, wenn Tim Elsing, Horst Juncker und andere noch nicht spielen können. Der hat seine Aufgabe mannschaftsdienlich von der Arbeit her 1A erfüllt, den Gegner schon mal ein bisschen platt gemacht und Elsa hat dann da weitergemacht. Wer die Tore macht, letztendlich wurscht, auch wie viele Torchancen man hat beim 4-0. Und von daher sind wir für den Moment zufrieden und wissen aber in jeder weniger, wie es mit Sicherheit ähnlich weitergehen. Und ich freue mich, dass die Fans den Bus haben, uns da unterstützen und wir dann versuchen werden, eine ähnliche Performance da hinten abzugeben. Dankeschön.